Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute möchte ich über Business Macht sprechen. Dafür habe ich ein Zitat vorbereitet von Bob Proctor. Wachstum ist unaufhaltsam und unvermeidlich, aber persönliche Entwicklung ist eine Entscheidung. Die beste Investition, die du machen kannst, ist die Investition in dich selbst. Und warum solltest du unbedingt in dich persönlich investieren? Die erfolgreichsten Menschen sind nicht aus Glück oder Zufall erfolgreich geworden, sondern weil sie tagtäglich an sich gearbeitet haben. Und das heißt nicht in Form von körperlicher Arbeit, sondern dass sie viel Zeit, Kraft und harte Arbeit in Dinge gesteckt haben, die sie vom Durchschnitt unterscheidet. Das bedeutet vor allem und zuallererst jeden Tag in sich selbst zu investieren. Bist du bereit, eigene Entscheidungen zu treffen, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und die Komfortzone zu verlassen, Dinge zu machen, die du davor nicht gemacht hast? Viele Menschen wollen genau das nicht, Entscheidungen treffen. 90% der Gesellschaft befolgen Weisungen, die ihnen gesagt werden. Viele Menschen wollen gar nicht Verantwortung übernehmen. Wer keine Eigeninitiative zeigt, muss sich über seine jetzige Situation nicht beschweren. Investieren heißt nicht nur Zeit zu investieren, sondern auch Geld. Viele Menschen haben ein Problem damit, Geld in Bücher, Seminare, Kurse oder Hörbücher zu investieren, können aber das Geld wunderbar für sinnlose Dinge ausgeben, die sie persönlich nicht weiterbringen. Nimm dein Geld selbst in die Hand und investiere es sinnvoll in dich selbst, das dich persönlich wie auch fachlich voranbringt und du besser und schlauer wirst. Das, was ich schon sehr oft beobachtet habe, ist, dass die Menschen immer etwas sofort haben wollen, ohne etwas dafür tun zu müssen oder langfristig dafür arbeiten zu müssen. Wenn du erfolgreich werden möchtest, dann widme dich einem bestimmten Thema über einen längeren Zeitraum, nimm dir die Zeit, arbeite dich ein und lerne. Das ist das Beste, was du machen kannst. Habe einen Fokus und gib Gas. Menschen, die in ihrem Fach Profis sind, haben dafür sehr viele Jahre Zeit und harte Arbeit investiert. Es geht nicht von heute auf morgen. Lerne Stück für Stück und werde immer besser. Du wirst nie in einer Sache gut genug werden, wenn du sie nur einmal gemacht hast. Jeder erfolgreiche Mensch liest Bücher. Und nicht nur eins, sondern 3 bis 5 Bücher in einem Monat. Warren Buffett zum Beispiel, der liest 6 Stunden am Tag. Besuche Seminare, kaufe Kurse und lerne von den Leuten, die Experten in ihrem Gebiet sind. Ich höre immer wieder von vielen Leuten, sie haben keine Zeit. Ich sage dazu immer, faule Ausreden. Jeder hat die Zeit, ein Buch zu lesen. Jeder hat die Zeit, ein Seminar zu besuchen. Und falls doch die Ausrede kommt, sage ich, schau dir meine Videokurse an. Die kannst du zu Hause, alleine, in deiner gewohnten Umgebung durcharbeiten. Du hast die Ruhe, die du für das Lernen benötigst, und du kannst dir so viel Zeit dafür nehmen, wie du willst. Das heißt nicht, die Arbeit und das Lernen aufzuschieben, sondern sich die Zeit nehmen, den Kurs durchzuarbeiten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu lernen und nicht ständig die Arbeit aufzuschieben. Daraus wirst du keinen Nutzen ziehen können. Denke immer daran, wenn du dich gerade vor dem Fernseher und der Werbung berieseln lassen lässt und dein Hirn ausschaltest, denke immer daran, dass du die Zeit auch sinnvoll nutzen kannst und etwas für dich und deine Zukunft beitragen kannst. Denke immer daran, dass es da draußen Menschen gibt, die gerade hart arbeiten und ihrem Ziel Stück für Stück näher kommen. Jemand wird zur selben Zeit intelligenter und ist auf dem besten Weg, dich zu überholen. Wenn du bereit bist, deinen inneren Schweinehund zu bekämpfen und endlich loslegst, dann wirst du Erfolg erzielen. Es reicht am Anfang 1 Stunde am Tag. Im Laufe der Monate hast du dein Gehirn so konditioniert, dass es Gewohnheit ist. Denn unser Gehirn, wir Menschen, sind Gewohnheitstiere. Alles Fremde wird zuerst abgewiesen. Davon will ich gar nichts wissen. Das ist die Natur, aber du kannst dein Gehirn und dich selbst trainieren. Der Großteil ist einfach nicht bereit, ein Buch zu lesen, das ihn weiterbringt. Hier geht es nicht um Romane oder Comics, sondern um Bücher wie Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Investments, Zeitmanagement, Rhetorik und über Persönlichkeiten, die erfolgreich sind. Alleine du bist der einzige Grund, der über Erfolg und Misserfolg in deinem Leben entscheidet. Alleine du triffst die Entscheidung, die dein Leben in die eine oder andere Richtung lenkt. Und da sage ich immer, stell dir die Frage, welchen Weg willst du einschlagen? Investiere in dich tagtäglich und du wirst ein erfolgreicher Mensch. Kannst andere Menschen helfen und inspirieren und du wirst einen großen Vorsprung im Verhältnis zu anderen haben. Aber bei einer Sache musst du dir im Klaren sein, dass Wissen erst dann zur Macht wird, wenn es in die richtigen Handlungen umgesetzt wird, solange bleibt es nur ein Mythos. Es hängt letztendlich nur von dir ab, ob du endlich anfängst, aktiv zu werden und zu handeln. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video deine Gedanken anregen, dass du etwas verändern willst. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video.